Marktdynamik. Schön, dass wir heute mal ein Spielchen machen. Marktdynamik, wusste ich gar nicht, dass wir so weit sind. Prima. Wir gehen jetzt mal einen Markt durch. So, wir machen jetzt heute Abend machen wir die einfache Sache. Wir zusammen einen ganzen Markt. Das gilt immer für jeden Markt. Wir gucken uns an, wie ein Markt grundsätzlich entwickelt. Und mich interessiert überhaupt nicht, was für ein Produkt das ist. Und weil wir es einfach machen, machen wir Folgendes. Dieser Markt ist ja eingebunden in das Marktumfeld. Da ist alles gleich, die gleichen Entwicklungen. Und manchmal ändert sich auch die Nachfrage und dies und jenes. Das machen wir heute Abend auch nicht. Und auch das Angebot ändern wir nicht. Wir bleiben hier als ein Anbieter. Es gibt keinen Wettbewerb. Und es gibt auch nur ein Produkt. Und die Nachfrage ist flexibel. Also wer hier nachfragt, ist egal. Es geht um Gebrauchsgut, mein Ding und mein Fahrrad. Es gibt keine Expansion, nur wir verkaufen in Deutschland. Und das ist der einzige Wettbewerber, das ist unsere Fahrradfirma und das ist hier eine Innovation, die hat nämlich das erste Fahrrad auf den Markt gebracht und die bietet die erste Innovation hier auf die Nachfrage, das ist Deutschland, bietet das an. Also keine Änderung auf der Seite und hier kommt die Innovation auf den Markt und hier ist die Nachfrage, das sind wir hier in Deutschland. So, und jetzt machen wir das alles zusammen. Los geht's. Also, erste Phase. Erste Marktphase, wir gucken uns den Markt ganz vorne an. Also, Marktbegründung. Das heißt, den Markt gibt's noch gar nicht. Jetzt kommt er. Er, wie gesagt, ein Anbieter, kein Wettbewerb. Produkt ist fest, wird nicht geändert. So, und jetzt gucken wir mal, was hier so passiert. Der kommt mit seiner Innovation auf den Markt. Da ist er. Und hier ist die Nachfrage. Ich habe mal 67 Millionen angenommen, 14 plus in Deutschland. Und da, guck mal, da haben schon zwei gekauft, Leute. So, und jetzt seid ihr. Alles durch. Macht ein Kreuz hin. Bei Marktform. Wo machen wir Kreuz? Ich mache das Kreuz für euch, damit wir das alles sehen. Ja, also Monopol, Mono, wie auch immer, egal, Hauptsache das N ist drin. Da machen wir das Kreuz. Er begründet einen neuen Markt, Leute. Es ist ein Monopol. So, und Produktlebenszyklus, wo sind wir? Wo muss ich Kreuz hin machen? Ja, wir sind hier beim E in der Einführungsphase. Wir sind alleine auf dem Markt, wir sind Monopolist. Es geht eher, Kommunikation. Bei Kreuze möchte ich machen. Wo? B und W. Ja, also ich muss hier beim B die Marke Pedalus und W ist, damit kann man natürlich Fahrrad fahren. Wunderbar. Oder von A und B kommen. So, nächste Sache. Botschaft. Rational, emotional. Ja, müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist eine rationale Botschaft. Ja, warum soll ich emotional werden? Ich habe hier einen Vorteil. So, weiter. Grundnutzen, Zusatznutzen. Ihr seid dran. Ja, der Grundnutzen kommt ja schon. Prima. Anschaffungsart. Was war das hier für die beiden da oben? 100%. Das ist die Erstanschaffung gewesen. Müssen wir gar nicht drüber reden. Erstanschaffung gewesen, Leute. So, weiter. Wer hat gekauft? Ihr seid dran. Ja, bin ich dabei. Ja, bin ich dabei. Das sind Innovatoren. Die Jungs haben gekauft. Sofort dabei. So, was ist das für ein Markt? Hat der Markt Wachstum, Potenzial? Ist er gesättigt? Geht es um die Grundversorgung? Ist das ein junger, mittlerer, alter Markt? Mehrere Sachen können zutreffen. Also, erstens, hat der Markt Wachstum? Ja, nein. Jojo, da geht's zur Sache. Guckt euch das Wachstum an hier. Diese Situation hat er nie wieder. All diese Menschen haben kein Fahrrad. Guckt euch das an, das ist Wahnsinn. So, zweitens, junger Markt, bin ich sofort dabei. Einverstanden. So, noch einer geht's. Einer geht's, könnt ihr ableiten, Grundversorgung, richtig. Das heißt, die Bevölkerung wird erstmals mit diesen Produkten versorgt. So, und das ist das Beste, was es gibt, Leute. Das ist ein neuer Markt, der hat Potenzial. Über Jahre, Jahrzehnte trägt der. Hier sind Millionen von Leuten. Ja, so, und da sind noch ein paar Pfeifen dabei. Die kaufen nur ganz, ganz selten ein Fahrrad oder ganz, ganz spät, wenn es billig ist oder so. Das ist eine andere Sache. Aber hier habe ich wahnsinnig Potenzial. So ein Sättigungsgrad, Marktsättigung, die wird hier bei 3% liegen, 1%, wenn überhaupt. Ja, also ich habe den Markt vor mir, Leute. Goldene Aussicht. Okay, jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Gehen wir einen weiter. So, nächster Chart. Also, Phase Frühadoptoren kommen. Guck da sind sie, die kommen jetzt neu dazu, da sind die beiden Innovatoren, die haben gekauft. Jetzt kommen auch noch so ein paar Frühadoptoren rangelaufen, die haben auch gekauft. Und nochmal, wir haben ein Produkt, sonst nichts. Da ist das Produkt, ist jetzt eigentlich keine Innovation mehr, ist es schon auf dem Markt. Und ihr seid dran. Erstmal Marktform, machen wir kein Verräterte. Müsst ihr jetzt nicht immer sagen, das bleibt beim Monopol, weil ich gesagt habe, ein Anbieter. So, Produktlebenszyklus, na, wo würdet ihr die
die Frühadaptoren noch ansiedeln. Ich habe es eben gezeigt. Na, wo gehören die noch mit zu? Ah, RW. Naja, nee, Leute, die sind hier, da sind die. Das ist die Menge. Die Innovatoren sind ganz wenige, sind nur 2-3%, ja. So, die Frühadaptoren sind wesentlich mehr, die füllen die Einführungsphase, die gehören noch hier unten. Kann sich ein bisschen überlappen, Wachstumsphase ja. Aber der Schwung, der kommt nicht von den paar Frühadaptoren, der kommt gleich von der nächsten Gruppe. So, Kommunikation, worum geht's? Ihr seid wieder dran. Macht jetzt keinen Fehler, Leute. Ganz einfach, B und W. Warum soll ich denn was ändern? So, was mit meiner Botschaft? Rational, emotional. Könnt ihr gerne abkürzen. Ja, rational, gar keine Frage. Ja, rationale Botschaft, guckt euch das an, da sind wir. Nutzen, Grundnutzen, Zusatznutzen. Es gibt ja gar keinen Zusatznutzen, Leute. Ja, das ist immer der Grundnutzen. So, Anschaffungsart. Das waren Erstanschaffungen, ja, was denn sonst? Da sind wir. So, Adopterklasse ist klar, ich spreche von den Frühadoptoren, das heißt, die Leute kaufen hier, ja, so, darum geht's. Dann seht ihr, das ist eine relativ große Menge und die sind sehr, sehr wenig, deswegen gehören die noch mit in die Einführungsphase. So, und was ist mit dem Markt? Hat er noch Wachstum, ja oder nein? Jo, da geht noch was, ja, guck mal her, der ist wachstumsstark, das ist ein junger Markt, Leute, da geht's zur Sache, da ist noch Potenzial und so weiter und so weiter. Und ganz ehrlich, ich habe ja das hier festgesetzt, ein Anbieter. Aber was meint ihr, kommen auf so einen Markt, kommen da einige wenige neue Mitanbieter oder ganz viel Konkurrenz? Wenige, warum kann? Willst kein Geld verdienen? Ja, da kommen alles Mögliche an Wettbewerber, die wollen auch Fahrräder bauen, die wollen mitmachen, da ist ein Riesenpotenzial. Und es läuft, der Markt, den gibt es sogar schon, überhaupt kein Risiko, einfach mitmachen, wie du es verkaufen. Und da bildet sich nämlich dann in der Tat später das Polypol. Hier, ganz viele Wettbewerber kommen. Aber das machen wir später. So, damit sind wir erstmal durch, alles wunderbar. Nächste Modell, ihr seid dran. Also, frühe Mehrheit. Wir sind in der Phase 3, frühe Mehrheit kommt. Guck mal hier, da sind die. Da oben, ja, alles schon gekauft. Der ist böse. Der hat überhaupt nicht gekauft, die Sau. Ja. So, also egal. Also hier kommt die frühe Mehrheit. Die kommt, die hat angewackelt. Die kauft das Produkt. Jetzt gehen wir wieder durch. Ich helfe ein bisschen. So, das ist Monopol. So, frühe Mehrheit würde ich wirklich hier in der Wachstumsphase ansiedeln. Teilweise auch noch in der Sättigungs-, in der Reifephase. Also die sind, ja, ist jetzt dumm. Ich mache ein Kästchen drum, ist vielleicht besser. So, die sind hier so unterwegs. Na, Kästchen wollte ich machen. Mach nicht so gut. Mach ich weg. So, Kästchen wollte ich machen. Das heißt, die sind ungefähr, ich sag das mal, hier so in dem Bereich. Ungefähr so. Das ungefähr sind die Erstkäufe durch die, was habe ich gesagt? Frühe Mehrheit. Ja, das sind viele. So, Kommunikation, immer noch, ihr seid dran. Ja, BW. Ah, jetzt mache ich dann wieder Kotzchen. Ja, BW ist gut. Ja, so, da bin ich dabei. Botschaft, rational, emotional, bla bla bla. Na, immer noch rational, wird langweilig, Leute. Nutzen, Grundzusatz. Auch schon wieder langweilig. Immer noch den Grund nutzen. So, jetzt Anschaffungsabsicht. Was haben die denn hier gekauft, die Jungs? Erstanschaffung, Ersatz, Erweiterung. Ja, okay. Ja, wartet ab. Momentan langweilig, gleich wieder spannend. So, das war die frühe Mehrheit. Kann ich selber ankreuzen. So, was würde ich jetzt sagen mit so einem Markt? Guckt euch den mal an. Ja, Wachstum. Hat er noch Wachstumspotenzial? Ja oder nein? Wachstum, gibt's da noch? Geht da mal was? Ja oder nein? Oder ist der fertig? Da geht noch was. Ja, so. Und das waren alles Erstkäufe, deswegen Grundversorgung. So, hierhin bin ich ein bisschen vorsichtig. Vorsichtig heißt, wo mache ich mein Kreuzchen? Ah, okay, dann bin ich bei euch, ja, in der Mitte. So, das war's. Frühe Mehrheit ist da. Wunderbar. Das können Jahre sein, Leute. Das können jetzt 5, 6 Jahre sein, wie das hier so läuft. Und wir machen weiter. Nächster Markt, nächste Phase. Die späte Mehrheit kommt. So, hier bin ich wieder. Und ja, ich bin immer noch ein Monopolist. Ich bin ja alleine. Und ja, jetzt bin ich ungefähr wo hier? Ja, späte Mehrheit. So zwei, ja, das ist gut. Ende Reifephase, das ist der Hubbel hier, ungefähr da.
Da sind die. Ja, da kaufen die. Übrigens, die machen gar nicht mehr so viel Umsatz, weil die bezahlen nicht mehr so viel. Da habe ich den Preis schon gesenkt. Das heißt, die sind nicht so stark wie die hier. Ja, die sind, da war Geld locker. Ja, fette Mehrheit, na, die überlegen noch so ein bisschen. Die kaufen nicht zu jedem Preis, eher so Billigkäufer. So, also, Kommunikation. Na, merkt ihr was? Wieder W und W, das hält alle. Hey, warum denn Image? Wofür brauchst du Image, Kahn? Erklär mir das. Von wem willst du dich abgrenzen? Wofür? Es gibt nur dich. Okay? Es gibt nur dich, es gibt keinen Wettbewerb, Leute. Keinen Wettbewerb. So, Botschaft, rational, emotional. Darfst du jetzt auch beantworten, dann sind wir wieder Freunde. Rational oder emotional? Na klar, rationale Botschaft, Grundnutzen, alles dieselbe Kiste wie eben. So, es geht um Erstanschaffungen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Die hier oben, welche Anschaffung können die jetzt auch wieder tätigen? Die hier. Habe ich jetzt eben nicht drauf geachtet. Was können die machen? Ja, die können Ersatzanschaffung machen. Die können keine Erweiterungsanschaffung machen. Warum nicht? Die können nur noch Ersatzanschaffung machen, die hier oben. Warum können die keine Erweiterungsanschaffung? Es gibt ja nur ein Produkt, richtig. Das Produkt ist das gleiche. Ja, deswegen gibt es keine Erweiterungsanschaffung. So, und das hier, wer hat gekauft? Adopterklassen, späte Mehrheit, machen wir da unser Kreuz. Ja, jetzt seid ihr dran. Müssen wir ein bisschen gucken. Also, gucken wir erstmal hier vorne. Was würdet ihr sagen? Was ist das für ein Markt? Alt, jung, mittel. Machen wir erstmal das. Alt, jung, mittel. Alter Gauder, junger Gauder. Also, was ist los? Alt, jung, mittel. Na, kann überleg mal. Ja, okay, weil ihr das wollt. Ich hätte aber gerne noch ein anderes Kreuz gemacht. Wo? Ja, da, das ist richtig. So, jetzt überlegt mal bitte Folgendes. Was für ein Potenzial bleibt hier unten übrig? Was sind das für Typen? Bezogen auf mein Produkt? Das machst du nicht schwierig. Was sind das für Leute? Ja, 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 ist okay, sind Nachzügler, ist in Ordnung. Aber was für ein Geld ausgeben? Viel Gewinnspanne oder fast keine Gewinnspanne? Das ist der Punkt. Ja, das ist der Rest, der übrig bleibt. Das sind die Leute, die nichts bezahlen wollen. Die wollen wir gar nicht haben. Ja, die sind scharfer Frühadaptoren, frühe Mehrheit, späte Mehrheit auch noch. Aber Nachzügler, das hier, oh Gott, da verdiene ich ja nichts mit. Ja, macht euch das klar. Ja, deswegen mittelalt. So, Frage, was ist hier Wachstum, Sättigung, Grundversorgung? Also, hier geht es noch ein bisschen um Grundversorgung. Das ist das. Ich mache da mal ein Kreuz hin. Zumindest bei der Klasse. Die haben ihr erstes. Ja, ich würde Sättigung ankreuzen. Mit dem Wachstum ist das so eine Sache. Ich habe hier nicht wirklich Wachstum. Also sagen wir mal so, wenn ich so eine Sättigungsgrad jetzt hätte, bei 100% ist der Markt hier gesättigt, dann würde ich sagen, sind wir bei 85% irgendwo. Aber die 50%, die hier noch da sind, die sind uninteressant, weil die eben nicht viel bezahlen. Das ist der Punkt. Also es gibt noch Potenzial, aber das ist Scheißpotenzial. Okay, war jetzt ganz salopp. Okay, so, weiter. Los geht's. Zack. Nachzügler, da ist er. Also, da sind wir. Und hier sind die Nachzügler. Boah, drei Leute, die kaufen nicht. Da sind die Nachzügler, die haben gerade gekauft. Ich bin immer noch alleine auf dem Markt. Ich bin 100% sind das Leute, die in der Sättigungsphase kaufen. Ich komme nicht auf die Idee, dass die hinten kaufen, das ist Blödsinn. Die kaufen ja nach, in der Sättigungsphase. Und zwar nach den oder mit der späten Mehrheit. Da sind die irgendwo. Das sind noch nicht viele. Ihr seht das, ein paar Leute kaufen hier noch. So, einmal noch. Kommunikation. Wie immer, Bekanntheit und Wissen. Was sollen wir noch machen? Damit ihr das jetzt auch mal lernt. Wissen, übrigens nicht mehr das Fahrradfahren, sondern eher niedriger Preis. Das ist jetzt für ihn gedacht. So, Botschaft. Rational. Es geht immer noch um den Grundnutzen des Fahrradfahrens. Es gibt keinen besonderen Zusatznutzen. Und jetzt müssen wir aufpassen, es gibt viele, viele Ersatzanschaffungen. Passt auf, die Leute hier oben kaufen auch. Ja, die kaufen ein neues Fahrrad oder ein zweites Fahrrad oder was auch immer. Und es gibt einige wenige Ersatzanschaffungen. Das sind die Leute, die ihr erstes Fahrrad kaufen, das sind die hier unten. So, und das sind die Nachzügler. Aber ganz klar, die anderen kaufen auch. Ja, die hier, die machen die Ersatzanschaffungen. Und das hier sind die Leute, die die Erstanschaffung machen. So, jetzt seid ihr dran. Also über meinen Markt, aber jetzt eindeutig, Leute. Ja, da machen wir nur noch Sättigung, Grundversorgung, das sind nur noch die, ich lasse das direkt mal weg und das ist ein alter Markt. Genau so sieht das aus und ich bin jetzt Anbieter, schöner Monopolist, ganz toll, wenn es so wäre, auf diesem Markt. So, jetzt drehen wir die Schraube ein bisschen enger und machen direkt weiter.
So, der Markt ist jetzt da und der etabliert sich. So, jetzt guckt euch mal ganz genau an, was da jetzt passiert. So, das heißt, wir sind in Deutschland, Fahrrad ist da, es gibt schon seit 60 Jahren, es gibt nur einen einzigen Anbieter, das bin ich, kann ja auch eine staatliche Firma sein oder so, auf jeden Fall gibt es ein Monopol. So, und ja, wo kommt hier noch der Power her, wo kommt die Nachfrage her? Jetzt guck mal ganz genau, einige Menschen gehen hier raus, ja, die versterben leider, und andere Menschen kommen hier rein, weil sie eben neu geboren worden sind, ja, und irgendwann lernen die auch mal Fahrrad fahren. So, und das ist der deutsche Markt, mehr oder weniger. Und dieser Markt ist immer dynamisch, ein bisschen was tut sich. So, jetzt gehen wir mal durch. Erstens bin ich ein Monopol. Und zweitens, wo bin ich hier in diesem Produktlebenszyklus? Ihr seht das schon. Ich hab verlängert, Leute. Ja, so, ich bin hier. Da bin ich. Da geht's ab. Der Markt stirbt nicht ab. Nein. Der bleibt jetzt schön auf dem Niveau. Und jetzt gehen wir weiter. Ist immer das Gleiche. Ich kommuniziere Bekanntheit und Wissen. Was geht's? Um Rationalität und in der Regel geht es um den Grundnutzen. Möglicherweise gibt es den auch was billiger. Also das wollen wir jetzt gar nicht mal so machen, so lassen. So, und jetzt überlegt mal Folgendes. Die Erstanschaffung, die kommt vor, aber nur noch bei denen. Die machen keine Erstanschaffung mehr. Die machen maximal eine Ersatzanschaffung. Erweiterungsanschaffung gibt es ja gar nicht. Das heißt, ich habe wenig Ersatzanschaffung und Erstanschaffungen und viele Ersatzanschaffungen. So, das heißt, die machen eine Erstanschaffung und die machen maximale Ersatzanschaffung. Schaub sogar alle 6 Jahre oder sowas. So, Adopterklassen. Ich habe keine mehr. Die sind alle weg. Staubsauger ist ein etabliertes Produkt. Fahrrad ist ein etabliertes Produkt. Ist alles nichts Neues. So, das heißt, die Leute, die auf den Markt kommen hier, die Neuen, die lassen sich hier gar nicht mehr zuordnen. Da wächst gerade einer heran, der kauft sich zum ersten Mal seinen eigenen Staubsauger, sein eigenes Fahrrad etc. So, jetzt seid ihr dran. Hier, eindeutig, Markt. 2 Kreuzchen, Leute. Das ist ein alter Markt und das ist ein sättigter Markt. Da bin ich mit einverstanden. So, jetzt geht's weiter. Der Markt lebt weiter. Jedes Jahr lebt er weiter. Der entwickelt sich jetzt nicht weiter. Aber was ist auf diesem Markt immer gleich? Deswegen ist auch ein gesättigter Markt. Jetzt seht ihr auch, was passiert. Was ist auf diesem Markt immer gleich? Da will ich hin. Was ist auf diesem Markt immer gleich? Ja, der Sättigungsgrad. Ja, mit dem Monopol auch. Klar, logisch. Das Angebot, denkt mal an die Menge, Leute, an die Menge, an den Umsatz. Na? Was ist auf diesem Markt jedes Jahr immer gleich? Kommt, Leute, das Umsatzpotenzial, ja, lass das Potenzial weg, also Umsatz und was noch? Und ungefähr immer gleiche, warum machst du Fragezeichen, Annika? Und der gleiche Absatz, guck doch mal, die brauchen alle 6 Jahre mal einen neuen Staubsauger. Das heißt, das sind Ersatzkäufe. So, und diese Ersatzkäufe sind immer die gleiche Menge, Leute. Es gehen immer gleich viel Staubsauger ungefähr kaputt oder Fahrräder kaputt. Und das hier, solange sich die Geburtenrate nicht dramatisch ändert, ist das auch immer die gleiche Menge, die auf diesen Markt strömen. Das heißt, das Absatz, der Absatz oder auch der Umsatz, wenn sich das Preisniveau nicht ändert, ist immer der gleiche, über tausend Jahre jetzt. Wenn sich hier nichts groß verändert, wird das die nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahren immer so sein. Genau das ist das. Ich habe die gleiche Menge, ich habe ja gleichen Gewinn, einverstanden, und ich habe gleichen Umsatz. Und das ist gesättigter Markt. Und mein Sättigungsgrad beträgt ja ungefähr 100%. Das heißt, Marktpotenzial oder Absatzpotenzial und Umsatzvolumen sind identisch. Der Markt wächst nicht mehr. Es wird immer die gleiche Menge abgesetzt. Das ist mir wichtig, Leute. Und die gleiche Menge kommt immer hierher. Nämlich aus den Erstanschaffungen, das ist popelig, das sind nur ein paar. Und ein paar Ersatzanschaffungen, das sind die hier, die ab und zu einen neuen Staubsauger brauchen oder ein neues Fahrrad. Klar? Der Markt würde jetzt absolut stabil weiterlaufen, da wird nichts passieren. Okay? Immer die gleiche Menge. Mehr nicht. Ja, es kann nicht mehr verkauft werden, weil der Markt ist gesättigt. Der hat kein Wachstum mehr. Das ist alles. Ist das bei euch angekommen, Leute? Sagt was. Verstanden? Die ganze Entwicklung? So läuft das. Ja? Okay. Seid ihr gut drauf?
Seid ihr gut drauf, ja oder nein? Ach, Annalena, guck mal hier. Tasse Kaffee, wirkt Wunder. So, also.